Frau Sandra Kröger aus Bochum befürchtet, dass gute Bildung häufig daran scheitert, dass die Eltern eines Kindes nicht genügend Geld haben. Das ist sicherlich ein großes Problem. Und das merkt man ja auch ganz praktisch, etwa wenn Kinder morgens zur Schule kommen und haben nicht gefrühstückt. Wenn sie mittags nicht am Mittagessen in der Schule, in der Ganztagsschule teilnehmen können, weil die Eltern sagen, das können wir uns nicht leisten. Das war einer der Gründe, weshalb ich schon vor längerer Zeit den Fonds für Mahlzeiten gegründet habe, den wir inzwischen mit vielen Millionen bestückt haben. Wir wollen, dass die Kinder auch aus Hartz-IV-Familien, um ein Beispiel zu sagen, an diesem Essen teilnehmen können, dass sie morgens ein Frühstück bekommen. Und ich bin all denjenigen dankbar, die sich dafür engagieren. Das sind viele, viele Eltern in den Schulen, die sich da persönlich einbringen. Das sind die Kindertafeln, die sich um das Essen für die Kinder kümmern. Wir kämpfen dafür, dass es in Berlin dazu im Rahmen der Sozialgesetzgebung auch eine neue Regelung gibt. Wir stellen uns das ähnlich vor, wie wir das hier bei uns, bei dem Fonds machen. Wir wollen nicht, dass es für einkommensschwache Familien zu Zusatzbelastungen kommt. Aus dem Fonds stehen für Schülerinnen und Schüler 200 Euro pro Jahr zur Verfügung. Der Schulträger beteiligt sich mit 100 Euro. Und wir wollen, dass die Eltern dann mit einem Euro pro Tag auch einen Eigenbeitrag leisten. Das ist ja auch gegebenenfalls bei den staatlichen Transferleistungen mit einbezogen. Sie merken, wir sind an dem Thema dran. Wir wollen, dass keiner eine gute Bildung deshalb nicht bekommt, weil er aus einem Elternhaus kommt, das nicht über viel Geld verfügt.